Geishas sind nicht nur ein Mythos aus der Vergangenheit, nein, es gibt sie tatsächlich bis heute. Wir sind nach Japan gefahren, wo uns eine Geisha die 5 Dinge zeigt, ohne die sie ihren wirklich ungewöhnlichen Job nicht machen könnte. In unserem High Five Geisha gibt es 2 Dinge, die jeweils so viel wert sind wie ein neues Auto. Ist es der Fächer? Die komische weiße Paste? Eine alte Perücke? Das grüne Gewand? Oder dieses Saiteninstrument? Erstmal willkommen in Asakusa, einem der traditionsreichsten Geisha-Distrikte Tokios. Hier wohnt und arbeitet Norie, eine von wenigen 100 Geishas, die es in Japan noch gibt. Auch wenn die Gegend viele Touristen anzieht, in die Geisha-Community bekommen Fremde normalerweise keinen Zugang. Ich bin in eine Geisha-Familie hineingeboren worden, väterlicherseits. Und ich bin Geisha in 4. Generation. Ich wollte in Asakusa arbeiten, weil hier die Wurzeln meiner Familie sind. Geishas sind Unterhaltungskünstlerinnen für Männer, die ihr ganzes Leben dem Beruf widmen. Wenn man Geisha sein nur als Pflicht ansieht, dann wäre das ein richtig harter Job. Dann sind das 15 Stunden Arbeit pro Tag, wenn man all die Übungsstunden dazu zählt. Für Norie ist ihr Dasein als Geisha eine Lebenseinstellung. Heute Morgen ist sie auf dem Weg zum Kinban, der Geisha-Vereinigung. Die Geishas sind selbstständige Unternehmerinnen und eine eingeschworene Gemeinschaft. Ein ganzes Team von Angestellten kümmert sich um Rechnungen und Kundenanfragen. Norie hat heute Abend eine Buchung. Dazu braucht sie High Five Nummer 1. Einen Fächer. Aber natürlich nicht irgendeinen. Hier in Asakusa gibt es ein Fachgeschäft, in dem Norie Stammkundin ist. Das hier ist ein Fächer für den Alltagsgebrauch. Sowas benutzen wir nicht. Die wir bei Partys benutzen, sind diese Tanzfächer. Die sind ganz anders. Und die kleinen haben wir immer hier. Und die benutzen wir so. Okay, lasst uns reingehen. Der kleine Laden verkauft ausschließlich handgemachte Stücke. Und das seit über 100 Jahren. Vor allem Geishas und Kabuki-Schauspieler, traditionelle japanische Künstler, kaufen hier ein. Die Tanzfächer sind oft Spezialanfertigungen und können mehrere 100 Euro kosten. Norie besitzt etwa 40 verschiedene Fächer. Diesmal hat es ihr ein kleines Exemplar mit Fledermäusen angetan. Also ich denke, in Europa haben Fledermäuse ein schlechtes Image. Aber hier in Japan bringen Fledermäuse Glück. Deswegen nehme ich diesen hier. Ja, ich mag Fächer einfach. Brauchen tut man allerdings nicht so viele. Und so kommt noch ein Fächer in ihre Sammlung, diesmal für etwa 50 Euro. Wenn Norie später tanzt, wird der Fächer zu ihrem wichtigsten Accessoire. Aber zuerst das Geisha High Five Nummer 2. Es ist entscheidend für den perfekten Look und heißt Oshiroi. Das ist die weiße Paste, mit der Geishas ihr Gesicht und den Nacken schminken. Früher bestand sie angeblich aus Nachtigallenkot. Heute tut es auch professionelle Theaterschminke. Aber nicht alle Geishas schminken sich noch. Es hängt ganz von dem Ort ab. In Asakusa machen wir das noch. Aber in anderen Geisha-Bezirken machen die das gar nicht, weil es einfach viel Arbeit ist. Wenn ein Gast das erste Mal zu einer Geisha-Party kommt, dann hat er natürlich das Bild von einer Geisha mit weißem Make-up im Kopf. Wir müssen die Erwartungen erfüllen. Früher diente das Weiß dazu, das Kerzenlicht zu reflektieren. Die roten Augen sollen sinnlich wirken. Norie hat heute Abend eine Buchung und will dafür perfekt aussehen.
Wenn ich es gut mache, dann wird auch meine Energie gut sein. Wenn ich schon beim Make-up versage, dann habe ich auch keine gute Energie. Der Gast sieht nicht, ob das Make-up heute gut oder schlecht ist, aber es hat Auswirkungen auf deine ganze Energie. Bis das puppenhafte Gesicht fertig ist, dauert es etwa eine Stunde. Und damit sind wir bei Nuries drittem High Five. Der Katsura. Das ist eine Echthaarperücke. Die gibt es ab 4.000 Euro aufwärts. Nuries Katsura ist ein Erbstück. Das hier ist eine Sommerperücke. Und das ist Jade. Im Sommer benutzen wir immer Jade. Und dieser Kamm ist aus Elfenbein. Elfenbein ist ja jetzt verboten. Also heute kann man sowas gar nicht mehr herstellen. Das ist ja ein ganz schön großer. Was kostet das denn? Das ist unbezahlbar, denke ich. Keine Ahnung, was so ein großes Stück Elfenbein kosten würde. Es ist von meiner Großmutter, also weiß ich es nicht. Der Haarschmuck soll früher sogar als Waffe zur Selbstverteidigung gedient haben. Zeit für Nuries High Five Nummer 4. Der Kimono heißt Susoshiki. Und um den anzuziehen, braucht Norie Hilfe. Das ist unsere Tradition. Aber diese traditionellen Kimonos kann man einfach nicht alleine anziehen. Beim Susoshiki-Kimono ist es normal, dass man jemanden zum Helfen braucht. Der ganze Kimono besteht aus Seide und ist handgemacht. Sein Gegenwert etwa ein Mittelklassewagen. Eine echte Geisha trägt also stets ein kleines Vermögen mit sich herum. Wie fühlt sich das an? Das ist unsere Arbeitskleidung. Das ist alles. Ich fühle mich nicht anders. Ich mache mich für eine Party fertig. Das ist Alltag. Und dann kommen noch ein paar mehr Bänder dazu. Der Alltag einer Geisha ist anstrengend. Freizeit gibt es kaum. Wir gehen auch nicht in Rente. Man kann so lange Geisha sein, wie man will. Unsere älteste Schwester hier in Asakusa ist 94. Und sie arbeitet immer noch als Geisha. Und sie sagt, sie möchte auch Geisha bleiben, wenn sie wiedergeboren wird. Jetzt fehlt noch der Obi. Das ist der kunstvolle Gürtel, der schon mal 4 Meter lang sein kann. Insgesamt trägt Norie etwa 20 Kilogramm Kleidung mit sich herum. Und jetzt müssen wir doch mal nachfragen. Ist eine Geisha nicht irgendwie sowas Ähnliches wie eine Prostituierte? Haben wir zumindest mal irgendwo gehört. Ich weiß nicht, warum die Leute das denken. Wir sind selbstständige Geschäftsfrauen. Und wir haben auch keinen Sex mit fremden Männern. Macht ihr sowas? Also wir nicht. Wir wollen natürlich ein bisschen geheimnisvoll bleiben. Wir sind nicht so offen. Sonst wäre es ja langweilig. Aber wenn Leute meinen, wir wären Sexarbeiterinnen, das ist einfach falsch. Die Vorurteile stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals treffen sich die in Japan stationierten amerikanischen Soldaten mit leichten Mädchen, die sich Geisha-Girls nennen. Mit der japanischen Geisha-Kultur hat das aber nicht wirklich etwas zu tun. Norie hat nicht nur eine jahrelange Ausbildung in Kunst absolviert, sie hat auch Politik und Wirtschaft studiert. Hallo. Trotzdem musste Norie sich für ihre Berufswahl rechtfertigen.
Meine Mutter war echt wütend. Sie war schockiert und sauer, weil sie einfach nichts über die Geisha-Welt weiß. Sie hat mich gefragt, warum willst du das machen? Sie denkt, dass so meine Ausbildung umsonst war. Aber das ist mein Leben. Heute haben Norie und ihre Kollegin nur einen exklusiven Gast. Meistens sind es aber mehrere Männer, die von 3 bis 5 Geishas unterhalten werden. Die Jüngsten müssen sich hocharbeiten. Sie müssen sehr aufmerksam sein. Wenn eine Kollegin keinen Sake mehr hat oder das Bier alle ist, muss man schnell für Nachschub sorgen. Das ist das Erste, was Anfängerinnen machen. Die Kunden sind meistens Manager, Geschäftsleute oder Schauspieler, fast ausschließlich Männer. Ich arbeite viel und die Damen sind einfach Profis darin, dass man sich entspannen kann. Sie geben mir ein gutes Gefühl. Hier kann ich relaxen und muss mir um nichts Sorgen machen. Unsere Unterhaltungen sind oft ganz banal. Zum Beispiel, wenn der Mann ein Handy da liegen hat und auf dem Bildschirmschoner ist ein Hund zu sehen. Dann frage ich danach, ob er einen Hund hat. Tabuthemen sind Politik und Baseball. Schritt für Schritt sorgen wir dafür, dass der Gast sich wohlfühlt. Asiatische Gäste verändern sich total, wenn sie sich entspannen. Sie werden total ausgelassen, schreien Prost, singen und tanzen. Europäer sind da anders. Die trinken und verändern sich gar nicht. Für einen Abend wie diesen bezahlt der Kunde etwa 1000 Euro. Dafür bekommt er aber nicht nur anregende Gespräche. Und das bringt uns zum letzten High Five einer Geisha. Die Shamisen, ein Lauteninstrument. Geisha bedeutet wörtlich übersetzt Künstlerin. Daher muss jede mindestens ein Instrument beherrschen. Jeden Tag muss geprobt werden. Die Haut hier ist von einem Hund oder einer Katze. Und das hier ist aus Elfenbein. Zum Üben benutzen wir billige Shamisen. Aber diese hier ist in etwa so viel wert wie ein Mercedes. Heute darf die Kollegin die Shamisen spielen. Norie begleitet sie auf der Trommel. Auch wenn es für unsere Ohren sehr fremd klingt, der japanische Kunde weiß die Musik offensichtlich zu schätzen. Norie liebt ihren Beruf, muss dafür aber auch viel aufgeben. Wenn wir heiraten, müssen wir aufhören, als Geisha zu arbeiten. Manche meiner Kolleginnen haben geheiratet und dann aufgehört. Aber dann muss man eben seine ganze Karriere aufgeben. Das ist wirklich schade. Nories anmutiger Tanz bildet den krönenden Abschluss des Abends. Wir wünschen Norie, dass sie ihr Glück findet. Als Geisha oder auch privat.